Günther, wie kann man im Jahr 1948 auf die Idee, sich mit Jazz zu beschäftigen? Nur durch Zufall. Ja, erzähl mal. Ja, und der Zufall war eben dieser BFM, den ich ja gar nicht kannte. Und die Platte lief von Fritz Waller. Ich wusste ja gar nicht, wer Fritz Waller war. Und da kommt in der Mitte nach seinem Gesang ein Piano-Solo. Da habe ich gedacht, das ist ja ganz was anderes als das, was vorher auf der Welt war. Und da war ich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, dem Sender merkst du, da habe ich mir so ein Ding draufgeklebt, damit ich weiß, wo der ist. Und dann bin ich zur Schule gegangen und die Schule war gegenüber. Und da sagt der Lehrer zu mir, der war ein ganz vernünftiger Mann, du hörst da auch EFL. Ich sage, kenne ich gar nicht, musst du hören, Viertel nach eins, um eins machst du Schluss, du musst bloß rübergehen. In Geografie weißt du sowieso gut Bescheid. Dann kannst du Strictly vom Dixie hören. AFN, Strictly vom Dixie. Kid Ory's Creole Jazz Band. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was auf mich zukommt. Und da habe ich noch das Glück gehabt, habe nicht alle Familien, dass ich eine Mutter hatte, die mich voll unterstützt hat. Und dann ging das weiter. Mein Vater hatte ein Friseurgeschäft, da kommen Kunden, da kommen Leute, da wird ausgehorcht, da kommt der Abi Hübner. Und so ist das entstanden. Ja, wie bist du denn in deine erste Band gekommen? Durch Abi Hübner. 1954 haben wir uns kennengelernt, am 3. Januar 1954. Dann so ruhig auf. Stimmt, genau. Und mein Vater kam abends, einen Tag vor Silvester, aus dem Geschäft als Friseur und sagt, da kommt am 1. bzw. 3. Neujahrstag kommt ein Mann mit dem Fahrrad, zerbeulten Hut auf, Blut auf dem Hut, kein Kettenschutz, aber er kommt und er bringt Schallplatten mit und er spielt Trompete. Und er will eine Jazzband aufmachen. Da habe ich mir meinen Vater angeguckt und gedacht, der hat nicht alle beisammen. Sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Und Abi kam um 10:55 Uhr, war der bei mir an der Höhenkamp. Hatte so 18 Schellackplatten drin, Bichet, die alten Blue Note Platten kennst du noch, ja, weißt du. Und da haben wir gehört und dann haben wir so gehört schön und Mama hat geplättet und Mama hatte ja nichts dagegen. Der Alte ist zum Kartenspielen gegangen und dann hat Abi gesagt, wir machen jetzt die erste Kapelle auch außer Junkers, die hatten ja schon. Und du machst dein Schlagzeug mit dem Fuß, machst du alles richtig. Ich denke, der Mann ist ja ein Fantast. Ne? Das kann er nicht angehen. Und der wohnte nur 15 Minuten von mir mit dem Fahrrad auf der Nebenkoppel und da war ich Briefträger. Und er sagt, Abi, dann kommst du vorbei. Und an der Wand hing ein großes Bild von Louis Armstrong. Das vergesse ich nie. Das mit dem Kopftuch. Ja. Und daneben hing eine tschechische Trompete. Und die Gärten waren noch so mit dem langen Gang zur Straße. Und da stand, meinst du doch mal rein. Nein, möchte er nicht. Und ich bin schon an meinem Fahrrad vorne an der Hecke. Und da liegt der Maske dran los. Und da hat er schon den Ton gehabt. Den kannst du nämlich nicht lernen. Und ich habe zurück wie ein Freund. Ich sage, ja, wir machen das. Und da haben wir das gemacht. Und dann hat er gleich anschließend zu mir gesagt, 14 Tage später, und wir müssen uns unabhängig machen von Rundfunkanstalten. Denn die bringen nachts nur Jazz, um 2 vielleicht, dann müssen wir zur Arbeit, wir können das nicht hören. Und du hast eine reiche Großmutter, sagt er, schafft mal die Platten an. Und ich habe die Platten angeschafft, da kannst du dich drauf verlassen. Da hatten wir das Bostoner Konzert von Armstrong, das war auf 325 cm Platten. Wir hatten aber nur 2. Ach, sag ich, Abi, du, das tut mir leid, aber die dritte ist im Moment nicht zu kriegen. Ja, da musst du wieder hinfahren, dann müssen wir in den Griff kriegen. Wir haben es gekriegt. So sind wir angefangen. Und einen Nachmittag bin ich zu ihm auf die Bühne gekommen, wollte mir auch nicht schaffen. Ein Krankheitsstarter von Buddy Berigan, auf den 78er noch. Wir konnten nicht hören, auf dem Schallplan war noch der große Kater. Und der Abi hat gesagt, der Kater hat Vorrang, wir müssen so lange warten, bis der weggeht. Fand ich aber schön, ne? Und wir haben eine Stunde gewartet. Und dann kam seine Mutter von der Arbeit und seine Mutter hat den Steaks gebraten für uns und seine Mutter war auch sehr tolerant. War kein Thema, es war wunderbar. Und übrigens, vor 14 Tagen war ich in Ratsche, wie ich beim Wackelpeter war, bin ich in den Hügel gefahren, in mein altes Holzhaus, da steht alles noch. Ja. Abi hatte mir das schon gesagt. Ist nur ein bisschen verkleidet, ein bisschen modernisiert. Und da war eine alte Dame im Garten, hat da so gehakt. Ich so, bin reingegangen, mein Rad hingestellt. Ich sage, sagen Sie mal, ich habe hier früher mal gewohnt. Sind Sie Herr Lenig? Ich sage, ja, das wissen wir alles. So kommen Sie mal rein. Das ist super, kannst du dir vorstellen. Schön Kaffee gekriegt und schön unterhalten über alte Zeit. Da habe ich ganz rasch abgefahren mit dem Fahrrad und davon waren alleine 60 Todesfälle.
Soweit ist das. Also da würde ich doch mal sagen, bleib lieber weg da, sonst sterben wir noch. Nein, 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 da bleibe ich nicht weg. Nein. Das ist ja eine Logik. Und dann bin ich durchrascht, gefahren mit 60 Todes. Dann bin ich in der Tischlerei Schmidt noch gewesen. Da soll ich zu dem Teppich. Das ist eine Scheiße des Schreckens. Die haben da so ein Grabsteingeschäft am Friedhof, ne? Und dann bin ich da reingegangen in die Gärtnerei. Ich sage, entschuldigen Sie, sage ich, Henny Rittmeier. Henny Rittmeier, damit habe ich schon immer Doktorspiele gemacht früher. Ne? Haben wir das gesagt? Ja, sag das doch das nicht. Das sagt sie zu mir, die Schwiegertochter zu mir, Henny ist tot, das wusste ich. Ich sage, ja, entschuldigen Sie bitte, ich habe das gewusst, aber über Gerüchte kann man nichts geben. Ich wollte mich informieren. Ja, die ist eh dann zugrunde gegangen, Leberkrebs. Ja, aber nun erzähl mal, wie kam jetzt die erste Band? Die erste Band? Euer erster Auftritt jetzt. Unser erster Auftritt war... Oder wie habt ihr überhaupt die übrigen Leute zusammenbekommen? Das hat Abi gemacht, das war gar nicht so schwer. Der Helmut Tutenau hat Klarinette gemacht. Der war unmöglich. El Pipiero, den kannst du vergessen. Und Manfred Herbst hat Klavier gespielt. Marcel hat Benjo gespielt. Nee, Marcel kommt 8 Wochen später. Ein Uwe Sievers hat Benjo gespielt. Albert Tam Tuba. Walter Kurt Posaune. Walter Säuferwalder. Und ich habe Schlagzeug gemacht. Und da haben wir gespielt, das erste Mal, da neben dem HSV-Platz am Roten Baum war noch so ein kleiner Sportplatz. Und da war eine Turnhalle und die hatten so ein Karnevalsfest. Ich habe da noch nie am Schlagzeug gesessen. Und der Mann will Herbst saß da am Klavier. Und das war ein geliehenes Schlagzeug. Ja. Und dann fangen die an mit Tiger Egg und da kann dir das Knie absterben in dem Tempo. Wenn du das nicht gewohnt bist. Ne? Und das geht ja los, ne? Ich kann es ja vorstellen. Und ich denke, wenn du das überstehst, hast du die Welt überstanden. Und dann wies ich mich um zu Manfred Herz, Manfred Herz sagt, das ist es, den müssen wir haben. Das wird mit dem Knie schon gehen. Und dann haben wir ihn lokal gesucht. Und das ist gar nicht so einfach. Captain's Kevin. Ja, aber das war schwierig. Ja. Das war im Oktober 54. Abi musste zwischendurch weg. Der war im Rheinland, hat da in einem Berglehrlingsheim gearbeitet, hat auch Unterricht gegeben, ja. Musste da Geld verdienen und hat mir aber immer geschrieben, ich möchte mal dahin gehen und dahin gehen. Und da war ich zwischendurch im Café Rascher, im Dovenhof. Ja. Dovenfried, weißt du doch. Hat die Southland Jazz Band gespielt. Ja. Ne? Die kennst du auch. Ja, ja. Und da habe ich mich hingesetzt. Ich denke, Mensch, das gibt so einen Hamburg gar nicht. Und die hatten einen Schlagzeuger. Der ist nachher Pastor geworden. Aber in der Ecke. Und dann saßen zwei junge Männer neben mir aus Eppendorf, die waren sehr nett. Und dann haben sie gesagt, jetzt kommt. Und dann geht die Tür auf, kam Vogel rein. Gerd Vogel. Mit dem Benjo und mit dem Cornett. Und da haben die beiden aus Eppendorf zu mir gesagt, das ist es, das ist der Beste. Und Vogel stieg ja auch ein, da war ja was los, ganz öffentlich. Ich habe gedacht, das ist ja nicht normal. Und dann habe ich zu den beiden aus Eppendorf gesagt, ich kenne aber auch einen guten Trompeter, einen guten Toner, sag ich. Der wird euch nochmal zeigen, wo der Weg längst geht. Das glauben wir nie. Dann kam Abi ja zurück und da haben wir, ich hatte ja ein bisschen mehr Geld wie er, war ja Student, ne? Und da haben wir ein Lokal gesucht. Und es war im Oktober und es war kalt. Und dann sind wir von einem Lokal zum anderen, du kennst das, überall eingetrunken, ausgegeben habe ich. Und dann kommen wir bei der dicken Emmy rein. So, dann haben wir das um 3, bei der dicken Emmy. Und ich sage, Mensch, Abi, und wir waren schon klamm, das wird überhaupt nichts. Na, und dann sagt Abi, da ist ein Raum, geh mal dahin. Vielleicht ist da Platz. Und da stand sogar ein Klavier. Und dann sage ich, du, das ist ja super. Ja, wir fangen so ab an. Ich sage, hast du nicht, weißt du, das geht doch gar nicht, die Alte weiß doch gar nicht, was auf sie zukommt. Das ist allerdings wahr. Das ist doch wahr, aber nicht. Und da hat die DGM gesagt, aber richtig, wie eine Bordellwirtin aus New Orleans war die dicke Emmy, hat sie gesagt, ihr fangt Sonnabend an. Und dann sind wir beide, da, weißt du, hochgegangen, Mönckebergstraße ist ja nicht weit dazu zur Bahn, ne? Ich sag, weißt du, was wir uns darauf eingelassen haben, das kann man nicht. Du machst keinen Scheiß, sagt er zu mir, ruf mal alle an, die du kennst, damit wir ein paar Leute haben, Publikum haben, ein paar Leute kommen. Und der Norden war auch ganz gut voll. Jetzt fangen wir auch an, er sagt, Abi, bauen wir nicht alles auf. Man weiß ja nicht, was passiert. Wir hatten nur 10 Stücke im Repertoire. Ja, wir hatten wir gar nicht. Alexanders Rektor, Benze Berge, weiß ich noch genau. Und die US 10 von 9, die US 5 von 9, nichts rührt sich. Nichts rührt sich. Das geht hier alles schief, habe ich gedacht. Und Abi sagt, bleib mal ganz ruhig. Und um 8:55 kommt die Kellnerin mit so einem großen Tablett mit Bier.